Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und heute ist wieder ein neues Video am Start, das es vorher in der Art und Weise noch nicht auf meinem Kanal gab. Und ich habe das zusammen mit meiner liebsten Kim Wood gemacht. Yes! Sie hat zu mir gesagt, Martina, ich habe da gute Idee. Wir können ein Video zusammen machen. Was hältst du davon, wenn wir DM versus Rossmann machen? Und habe ich gesagt, hey, das ist eine coole Idee, denn solche Videos schaue ich mir nämlich auch an. Wirklich, ich gucke mir eigentlich so kaum andere YouTube-Videos an, außer es sind so Tierrettungsvideos, da bin ich Feuer und Flamme. Der zweite Teil ist bei ihrem Kanal heute zu sehen, also jetzt in dem Moment sozusagen. Und ich zeige euch 4 Produkte von DM und 4 Produkte von Rossmann. Sind eigentlich haargenau dieselben Produkte. Wir stellen die gegenüber. Also es wird so ein kleines, ja, Duell. Dazu setze ich natürlich wieder meine Brille auf. Dann wirke ich auch ein bisschen intellektueller und kann an der Stelle nochmal sagen, bitte abonniert die liebe Kim, denn sie ist auch schon seit Ewigkeiten auf YouTube und sie ist eine sehr gute Freundin von mir geworden. Ich habe sie unglaublich gern, sie ist ein absolut ehrlicher Mensch und ich vertraue ihr, sie vertraut mir und das gibt es wirklich selten in der Branche. Wir planen sowas in Zukunft öfter zu machen, je nachdem wie das Video ankommt. Aber selbst auch wenn es nicht gut ankommen würde, glaube ich, wird mir das knallhart einfach durchziehen. So, und wir beginnen mit dem ersten Produkt. Ich liebe Highlighter. Ich liebe wirklich Highlighter. Bei mir kann es nicht genug glänzen. Ich bin immer noch so am gucken, welcher Highlighter ist wirklich der beste. Natürlich habe ich auch noch dieses Ding, wo ich gucken muss, was ist ohne Tierversuche. Das ist dann ein bisschen schwieriger. Ich habe mir jetzt 2 Produkte ausgesucht von den Drogerie-Eigen. Marken. Und zwar habe ich hier einmal von Trend It Up, das ist die Eigenmarke von DM. Zeige ich euch mal ein bisschen näher. Genau. Oh, das wird ja richtig schön scharf. Objektiv, was ist los mit dir? Ja, also das ist hier auf jeden Fall die Eigenmarke von DM. Es nennt sich Natural Radiant Highlighter. Und dann habe ich mir das Ganze auch nochmal von... ich bin begeistert von dem Objektiv. Das ist der absolute Wahnsinn. Dann habe ich mir von der Rossmann-Eigenmarke Rival de Loup, wie heißt das hier, Schimmerpowder ausgesucht. So, jetzt möchten wir natürlich die beiden auch mal preislich gegenüberstellen. Da habe ich für Trend It Up, 3,95 Euro gezahlt bei Rossmann und für das Shimmering Powder 2,79 Euro. Das heißt, das Rossmann-Produkt ist auf jeden Fall ein bisschen günstiger. Aber jetzt muss man natürlich erstmal gucken, ob da überhaupt was dran ist, ob das überhaupt als Highlighter durchgeht. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich hier ein bisschen skeptisch war. Es steht ja nicht explizit drauf, dass es ein Highlighter ist. Und wir beginnen mit dem DM-Produkt. Das ist zum Aufklappen. Und jetzt bin ich echt gespannt. Wo glänzt du? Da glänzt nichts. Das glänzt nicht mal annähernd. Ich habe jetzt wirklich gar nichts drauf, ja, ich habe hier gar nichts drauf. Ja, ich habe heute ein bisschen übertrieben mit Contouring. Ja, manchmal ist das Licht so blöd, dass man gar nichts von der Schminke sieht. Und deswegen dachte ich mir, mach ich mal ein bisschen heftiger. So, jetzt bin ich aber echt mal gespannt. Doch, ich glaube... Hey! Uff. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass man da wirklich was erkennen kann. Okay, natürlich muss man jetzt ein bisschen, damit es nicht so hart aus. Krass. Also das finde ich, da kann man echt nichts sagen. Ey, das ist ein richtig schöner Glanz. Krass. Fällt mir wirklich richtig gut. Ja, und das gleiche machen wir jetzt natürlich mit dem Produkt von Rival de Loup. Ist in verschiedenen Farben eingeteilt. Wir gehen jetzt einfach mal komplett durch. Da sieht man noch mehr von den Glitzerpartikeln als beim anderen, bei dem Trend It Up Highlighter. Highlighter. Ist genauso unscheinbar wie das andere. Wir gehen jetzt einfach mal mitten durch die Prärie. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel Staub alleine in der Wohnung sich ansammelt durch Schminke. Jedes Mal, wenn ich im Badezimmer stehe und ich gehe so mit meinem Finger über den Spiegelschrank, denke ich mir, okay, da ist wahrscheinlich 90% davon einfach Schminke. Vor Puder, Highlighter, keine Ahnung was. Dann wollen wir mal, ja?
nicht schlecht, ne? Ich glaube, dass hier der Highlighter von Trend It Up auf jeden Fall stärker, intensiver ist, aber ich muss trotzdem sagen, hätte ich nicht mit damit gerechnet. Kann ich eigentlich beide empfehlen, beide Produkte, wobei ich mehr zu dem Trend It Up Highlighter tendieren würde, weil ich finde, dass da doch ein paar mehr Pigmente enthalten sind. Aber grundsätzlich muss ich sagen, bin ich wirklich überrascht, weil ich dachte, da glänzt überhaupt gar nichts. Dann machen wir weiter mit Lip Liner. Auch da muss ich sagen, ich liebe Lip Liner. Ich mag viel lieber Lip Liner als Lippenstift, als Lipgloss oder sonstiges, weil Lip Liner einfach viel präziser ist und viel länger hält. Du kannst halt richtig schön deine Lippen, deine Konturen ein bisschen verstärken. Du kannst deine Lippen größer schminken. Und ich habe auch hier zwei Lip Liner von Trend It Up und von Rival de Loop. Beide in einer ähnlichen Farbe. Auch da habe ich geguckt, dass da nicht so große Unterschiede sind. Ich mache die auch gleich mal auf. Jetzt sage ich euch was zu den Preisen. Und zwar hat der Lip Liner von Trend It Up 1,95 Euro gekostet und der Lip Liner von, Rival de Loop 1,49 Euro. Also auch da muss man sagen, ist das Produkt von Rossmann günstiger. Und wir schauen jetzt auch hier wieder, ob Trend It Up besser ist als Rival de Loop, also ob sich der höhere Preis auch rechtfertigt. Dazu muss ich jetzt erstmal das hier runter machen. Okay, wir fangen an mit Trend It Up und ich liebe diese Nude-Töne, zeige ich euch mal. Oh, ist der nicht schön. Das ist die Farbe 474. Jo. 474 hat keinen Namen, diese Farbe, aber wir testen jetzt die Farbe. Wir machen es jetzt am besten so, dass ich eine Seite mit Trend It Up mache und die andere Seite mache ich mit Rival de Loop, weil so kann man direkt den Unterschied sehen. Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen von Trend It Up. Den würde ich mir sofort wieder nachkaufen. Der lässt sich richtig gut auftragen. Ist nicht zu weich, ist nicht zu hart. Es ist eine wunderschöne Farbe, wie ich finde. Ja, es läuft nicht aus. Also das hat man ja sowieso nie bei Lip Liner oder sollte nicht sein, dass die dann irgendwie zu nass sind oder zu feucht und dann eben so in diese Rillen einlaufen. Also das ist richtig, richtig schön, wie ich finde. Jetzt testen wir den Rival de Loop Long Lasting Lip Liner in der Farbe Jam. Ja, der hat einen Namen und der sieht so aus, also auch ähnlich. Das macht echt richtig Spaß, das ist echt cool. Beide Farben finde ich schön, muss ich sagen. Gefallen mir beide echt gut. Ich würde aber sagen, dass ich der Trend It Up auch da wieder besser bewiesen hat. Er hat sich besser auftragen lassen. Also einfacher, ich musste nicht so extrem aufdrücken. Grundsätzlich, auch da kann ich sagen, man macht nichts falsch für den Preis, wenn man sich da einen Lip Liner holt. Also es muss wirklich kein High-End-Produkt sein. Spart euch das Geld wirklich. Kann ich beide empfehlen. Das heißt, wenn ihr einen Rossmann bei euch habt, dann könnt ihr euch gerne den Lip Liner von Rival de Loop kaufen. Und andersrum, wenn ihr einen DM bei euch habt, dann könnt ihr auch gerne einen von Trend It Up kaufen. Und dann geht's weiter. Und ich glaube, ich habe dafür gerade die besten Voraussetzungen, um diesen Härtetest durchzuführen. Weil in diesen kalten Monaten, ich weiß nicht, wem es auch so geht, aber ich komme mir da ein bisschen immer vor wie so ein Außenseiter. Meine Hände sehen aus wie von einem Bauarbeiter, der wirklich draußen Tag und Nacht arbeitet. Okay, das ist jetzt wieder Klischee, aber ihr wisst, was ich meine, der wirklich draußen ist. Meine Hände, die sehen so schlimm aus. Ich zeige euch das jetzt mal. Bitte nicht auf die abgebrochenen Nägel achten. Das ist zwar jetzt auch schon wurscht. Das sieht so schlimm aus. Hier reißt es schon wieder auf und blutet und die sind richtig, richtig rau. Ich glaube, ich müsste wirklich die ganze Zeit cremen, ohne Ende, müsste mir so eine richtig dicke Schicht auftragen. Am besten noch Handschuhe drüber. Ich glaube, da ist so dieser pH-Schutzfilm bei mir einfach so kaputt. Es soll ja noch einmal ein bisschen kälter werden, worauf ich auch hoffe, denn ich liebe Winter, wirklich. Ja, ich habe solche kaputten Hände im Winter. Freude kommt auf, aber ich liebe Winter. Ich liebe wirklich Winter. Deswegen dachte ich mir, teste ich heute Handcreme. Und zwar haben wir von Balea einmal hier dieses Handkonzentrat, parfümfreie Pflege mit Barbasso-Öl, strapazierte und rissige Hände. Ja, also sorry Leute, wenn das mal nicht rissig und strapaziert ist, dann weiß ich auch nicht.
Also beste Voraussetzungen. Und dann habe ich von Isana, auch wieder Rossmann Eigenmarke, die Handcreme intensiv mit 5% Urea für sehr trockene Haut. Ja, auch da kann ich mithalten. Sehr trockene Haut. Ja, ich bin dabei. Juhu. Und das ist die Isana. Ich werde die jetzt so weit testen, dass ich die jetzt drauf mache und dann werde ich eine Viertelstunde bis 20 Minuten kurz rausgehen. Es hat nämlich geschneit bei uns. Der Schnee bleibt natürlich nicht liegen, wie es auch so ist. Warum schneit es eigentlich, wenn es nicht liegen bleibt? Ich fange jetzt auch erstmal wieder mit der Balea Creme an. Riecht eigentlich ja, ziemlich neutral. Sieht aber tatsächlich auch ziemlich langweilig aus. Nein, ist halt eine Handcreme, ne? Oh, es tut auf jeden Fall gut. Will nicht von euch jetzt jemand hier kurz ins Video kommen und mir die Hände massieren? Ich liebe Handmassagen wirklich. Und ich muss mir gerade selbst meine Hände massieren. Stell es dir einfach bildlich vor, Martina. Da ist ein junger, hübscher Mann, durchtrainiert, tätowiert. Und er massiert dir gerade die Hände. Okay. Entschuldigung. Leute, so ist es, wenn man keinen Freund hat, ne? Die Gedanken sind frei. Da. Schreibt mir mal, ob ihr so einen Typen habt, der vielleicht noch eine Harley bei sich stehen hat. Also ich muss sagen, es ist sehr angenehm, aber ich bezweifle jetzt schon, dass das lange anhält. Ich habe mal so einen Test gemacht mit meiner Zinksalbe zu Hause. Es gibt ja Zinksalbe, die ist ja wirklich entzündungshemmend. Es ist gegen trockene Haut und so weiter. Und die mache ich mir teilweise echt auf die Hände drauf. Und da merke ich, dass dann auch ein richtig schöner Film drauf ist. Und hier merke ich zum Beispiel schon wieder, ich glaube, einmal Hände waschen und nicht mal direkt hier mit Seife, sondern einfach nur die Handflächen. Und wenn hier nur Wasser drüber läuft, weiß ich, glaube ich, jetzt schon, dass dieser Schutzfilm danach schon wieder weg ist. Aber wir warten ab. Es riecht gut, es riecht sehr neutral. Steht ja auch drauf, dass es ohne Parfum ist oder ohne Parfüm. Und dann haben wir jetzt hier die von Isana. Ich glaube, dass die ein bisschen intensiver ist. Ich finde, die riecht echt besser. Wobei mir das eigentlich echt relativ wurscht wäre, wie die riecht. Hauptsache, die hilft. Und sowas kommt halt nicht mehr vor. Ich zeige euch kurz die Hände. Es ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Nein, ich habe es jetzt beide eingecremt und ich merke, dass hier der, ja, ich merke, dass das definitiv intensiver ist. Also das merke ich jetzt schon. Wir gehen jetzt mal raus in die Kälte und dann bin ich in 15 Minuten wieder bei euch. Da bin ich wieder. So, ich war jetzt gerade draußen und habe meine Hände durch die Gegend geschwenkt, als würde ich Nagellack trocknen lassen. Meine Vermutung hat sich bestätigt. Die Handcreme von Isana finde ich persönlich besser. Ich merke auch jetzt immer noch, dass der Film drauf ist. Bei der Balea ist es wirklich schon ziemlich weg. Ich merke auch schon wieder, dass es hier rau wird an den Fingerkuppen. Und hier ist es wirklich noch schön weich. Die Hand war jetzt ein bisschen mehr beansprucht als die andere. Aber trotzdem, man merkt tatsächlich einen Unterschied. Deswegen meine Kaufempfehlung, die Handcreme von Isana für, Moment, 99 Cent, also ziemlich günstig. Und die von Balea hätte gekostet 85 Cent. Also sind beide sehr günstig. Aber wie gesagt, ich würde dann hier ein bisschen mehr zahlen und würde die von Isana wählen. Asche auf mein Haupt. Also ich hoffe, ihr habt Erbarmen mit mir. Es ist ja wirklich mein erstes Video in der Art und Weise. Aber ich habe ja die Lip Liner gar nicht so getestet, ob sie irgendwie abfärben. Werde auf meinen Handrücken einmal so einen Kussmund machen. Und dann schauen wir mal, welche von beiden Farben oder vielleicht gar keine abfärbt. Das ist gut. Ein Glas Wodka. Nein, Spaß. Ein Glas ganz normales Leitungswasser. Müssen wir mal ein bisschen übertreiben. So trinkt normalerweise kein Mensch, aber ist noch alles dran. Es perlt sogar ab. Also ich finde richtig gut. Jetzt machen wir nochmal den Knutschtest auf der Hand. Ganz klein wenig, aber minimal. Das ist so minimal, das sieht man, glaube ich, gar nicht. Test bestanden für beide Lip Liner. Wir sind beim letzten Test angekommen. Und es tut mir ein bisschen weh, weil
Es geht zum Abschminken. Was habe ich mir dabei gedacht? Abschminktücher zu wählen. Jetzt habe ich mich so schön geschminkt heute. Aber ich werde nicht alles abschminken, nein. Ihr habt mich schon so oft ungeschminkt gesehen, also das muss jetzt echt nicht sein. Aber ich werde auch hier die zwei Marken gegeneinander antreten lassen und ich bin echt gespannt, wer das Duell gewinnt. Ob es Balea ist oder Isana. Da schauen wir jetzt einmal. Und wir beginnen mit Balea. Ich habe übrigens die Reinigungstücher für trockene und sensible Haut gewählt. Die kosten 95 Cent. Und die Reinigungstücher von Isana für alle Hauttypen, also da gibt es keine für trockene und sensible Haut, also nicht, dass ihr euch wundert, kostet auch 95 Cent. Also beide gleich im Preis. Und jetzt schauen wir mal, wer hier gewinnt. Ohne Alkohol, ohne Parfüm, das ist ganz wichtig. Das ist dieses Du. Hier diesen unteren Bereich werde ich abschminken, inklusive Lip Liner. Ja, Martina, das hättest du dir mal vorher überlegen müssen. Ich schmink mich eh nicht mehr mit Abschminktüchern ab. Ich mache das immer mit dem Make-up-Gradierer. Das geht schon mal was ab. Wäre echt schlecht, wenn gar nichts abgehen würde. Wir gehen dann in die Kirche. Das wird lustig. Ich muss mich dann ganz schnell wieder schminken, aber nur den unteren Bereich. Man sieht jetzt auch meine Sommersprossen wieder. So, ich werde jetzt erstmal die Seite so lassen und jetzt machen wir die Abschminktücher von Isana auf. Und auch von der Optik her sehen die gleich aus. Jetzt müssen wir mal gucken, es wird mich immer interessieren, ob die von der Größe her gleich sind. Ja, also die sind komplett deckungsgleich. Von der Größe her kann man da nichts erkennen und ich finde auch von der Optik her, also die sind auch so geriffelt, würde ich jetzt fast bezeichnen. Ich tendiere zu Isana, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, irgendwie halten die sich auch besser. Die anderen werden so weich mit der Zeit. Ja, doch. Ich glaube, meine Entscheidung ist gefallen. Ja, ist echt so. Die lassen sich viel besser in der Hand halten und rutschen nicht ständig so ab. Und hier, wenn man... Die rutschen so komisch. Mag ich nicht. Und hier ist richtig schön. Hat einen richtig schönen Grip. Jo, wer hat eigentlich gewonnen? Das ist eine gute Frage. Also wir haben bei der Handcreme auf jeden Fall Isana. Wir haben bei den Abschminktüchern Isana. Lip Liner würde ich jetzt mal sagen, ist unentschieden. Und bei den Highlightern haben wir Trend It Up. Das heißt, Rossmann hat tatsächlich gewonnen. Ist das zu fassen? Hätte ich niemals mit gerechnet, wirklich. Hätte ich niemals mit gerechnet. Ja, so kann es gehen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Es war unterhaltsam, auch wenn es was Neues ist jetzt auf meinem Kanal. Man soll sich ja immer an was Neues ranwagen. Und deswegen ja, hoffe ich, dass es euch genauso gut gefällt wie mir. Mir hat es echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Vergesst nicht, bei der lieben Kim vorbeizuschauen. Da gibt es jetzt auch nochmal 4 Produkte im Test. Hinterlasst mir auf jeden Fall eure Meinung in den Kommentaren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen wundervollen Tag und fühlt euch ganz doll gedrückt. Bis dann. Ciao, ciao.